Ich habe mal einen Lehrer gehabt, der hat sich in meine Freundin verliebt. Ach ja? Quatsch. Hm. Das gibt's echt. Natürlich. Und? Musst du mal die Geschichte von Carsten anhören, was noch alles gibt. Was? Ja. Oh, wen, da gibt's noch heftige Geschichten. Wie alt war der Lehrer und wie alt war deine Freundin? Also meine Freundin, die war, oh Gott, wie alt waren wir da? 14. 18, glaube ich. 18, 18 oder 19. Und er war... Kurz vor der Rente. Nee, nee. Zwischen 35 und 40, glaube ich. Und der sah so kacke aus. Gedacht, geht doch. Das geht ja echt noch. Der hatte so schleimige, lange Haare. So ein Deutschlehrer war das. So dünne, lange Haare. Wie Otto sah der aus. So ein bisschen, ne? Nee. Wie Otto. Art Otto. War der verheiratet? Und nee, der war alleinlebend. Und der hat ja das offen ins Gesicht gesagt? Die haben wir mal verheimlicht. Meine Freundin hat mir das dann nur irgendwann mal erzählt. Das hat ja keiner so richtig mitbekommen, ne? Ja, ja. Und er hat auch immer bei ihr übernachtet. Also sie lebte mit ihrer Familie in so einem ganz großen Haus, wo sie ihr eigenes Zimmer hat und so, weil die Eltern waren beides Ärzte. Ja, und die haben den dann damit aufgenommen und so, ne? Aber die waren nur ein Jahr lang zusammen und dann haben sie sich wieder getrennt. Oh, weil der Hammer. Wir hatten einen Lehrer, der hatte ständig Verhältnisse mit irgendwelchen Schülerinnen. Immer vor allen Dingen die Schülerinnen, die in der letzten Klasse waren, weil die ja eh bald gegangen sind. Ja, wirklich, das war wirklich so. Und das war voll. Sportlehrer? Ja, war Sportlehrer. Ja, klar. Ja, klar. Und das war aber auch so ein geiler Lehrer, wo ich echt nur sage, geil. Der kam mit seinem Cabrio vorgefahren. Typisch. Dann so ein Typ, der auch wirklich so richtig attraktiv aussah für sein Alter. Und dann auch so einer, der hat gar nicht seine Sportsachen oder so angezogen. Der war so, mach mal das, mach mal das. Und der hatte wirklich, und vor allem das Geile, weil jeder wusste, mit wem er gerade eine Affäre hatte, ja. Aber keiner hat irgendwie darüber gesprochen. Also auch keiner hat es irgendwie vom Schulleiter oder so, niemand. Es war so geil. Immer, sobald das neue Schuljahr angefangen hat, haben wir immer schon überlegt, na, welche nimmt er sich denn jetzt? Und dann hatte auch eine aus meinem dann. Also wie ich in der 13. war, hat er auch ein Mädel gehabt. Echt lustig. Ja. Es gibt wirklich auch super Ausnahmen, wo auch super Lehrer sind. Das hatte ich in der 7. Klasse, das Problem. Bei uns war es so mit 3 Fünfer. Durftest du noch mal die Schulbank drücken in der gleichen Klasse? Ich war überall so. Ja. Ich bin auch mal in den Genuss gekommen. Jetzt pass mal auf. Echt? Ich hatte 3 Fünfer und dann hieß es. Was? Ja. Ja. Dann hieß es, sie kam rein mit den Zeugnissen und hieß, also ich muss euch eine gute Nachricht sagen. Alle haben bestanden und bei mir natürlich geil. Aber Slatko, du musst unbedingt mit rauskommen. Dann dachte ich mir, sag du mir. Dann sagt die, pass auf, Slatko, du bist in der Schule, das habe ich letztens gesagt, der Liebling. Ich habe nur Scheiße und Flachse gemacht und Kacke wirklich, aber trotzdem hat mich jeder gemacht. Obwohl ich definitiv sitzen geblieben bin, haben die sich dann so entschieden, 4-1. Und gerade weil du gesagt hast, lange schleimige Haare, das war mein Deutschlehrer und das war ein Riesenarschloch. Deutschlehrer. Ja, ein Riesenarschloch und der hat gegen mich gestimmt. Aber alle anderen haben gesagt, wir versetzen den Kalle Probe. Und das fand ich dann so rührend, wo die, wir saßen dann im anderen Klassenzimmer und alle meine Schulkameraden im anderen Eck, also im anderen Klassenzimmer. Und dann hat die mir das erzählt und mir standen die Tränen richtig nah, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt vor Freude lachen und mich freuen oder soll ich heulen, weil ich so blöd war. Weil ja, schmeiß mal einfach einen Kopf, guck mal hier. Ich werde dich nicht traurig sein, Slavi. Für dich. Was ist das? Ja, genau. So sehen Zigaretten aus. Hast du schon vergessen? Danke. Danke. Slatko, ich habe das eine Woche vorher erfahren, dass ich sitzen geblieben bin. Ich habe erstmal so geheult, aus Wut über mich selbst. Und dann bist du sitzen geblieben? Ja, in der 10. Klasse. Manu? Ich war so wütend. Ich war so wütend auf mich selbst. Zigarette. Ich bin nach Hause gekommen, mein Vater so, ach, mach nichts. Helmut Kohl ist auch mal sitzen geblieben. Ich so, ja, geiler Trost. Ja. Wer ist auch mal sitzen geblieben? Helmut Kohl. Das war sein Kommentar, nicht sehr geil. Ich kann mal froh sein, dass mein Englischlehrer damals im Internat mich hat durchgehen lassen. So wäre ich 3. Mal in Folge sitzen. Und siehst? Da kam mir mein Unterricht rein, ey, Alex, hast du Lust? Ich so, ich will sie nicht aufheben. Viertelstunde, ich kann Kaffee gebrauchen. Bin ins Dorf ist gegangen, doch viel Kaffee schöner, mit allen zusammen zu während die anderen im Unterricht sind, dann kam ich wieder hoch. Und dachte ich so, wenn du jetzt eine 5 kriegst, dann bist du ja schon wieder hängen geblieben. 3. Mal in Folge. Oh. Also, 6 wiederholt, 7 wiederholt. Nee. Dann wäre ich nochmal die 7. Das ist schon bitter. Ja, ich hatte null Bock, also konnte mich so an. Ich glaube, Frauen reagieren da viel mehr drauf als Männer, dass du dich dann plötzlich so geborgen fühlst und ist jemand da für dich und dass du halt dann das gleich verwechselst mit Liebe oder sowas, ja.
und dich dann darauf einlässt. Und ich habe mir auch gesagt, ich möchte in meinem Leben keine Beziehung mehr haben, wo ich nicht das Gefühl habe, das hat absolute Perspektive, ja. Das hat Hand und Fuß und eine absolute Perspektive, das will ich nicht mehr haben. Ich habe herausgefunden, dass ich noch nie irgendwie richtig ohne irgendeinen Typen an meiner Seite war. Ja. Das war ich auch total lange immer. Ich hatte zwar ganz langjährige Beziehungen, aber ich bin immer von einer Beziehung in die nächste gerutscht. Also das ging wirklich immer Tag, Tag, Tag. Und dann vielleicht mal ein paar kurze Sachen zwischendrin, aber dann doch schlussendlich wieder nur die Nächste. Ja. Und ich meine, das waren alles schöne Beziehungen und wirklich nette Menschen. Und ich habe auch mit denen noch Kontakt und ist auch wirklich schön und so. Aber im Endeffekt bringt es dir nicht so viel, ja. Und das ist auch jetzt wieder, wo ich mir irgendwie denke, weiß ich nicht, bringt es mir denn was, mir den Kopf kraulen zu lassen mit dem Risiko, dass mir das alles falsch ausgelegt wird. Bei mir ist das ganz viel dann einfach so Naivität oder so, ja, dass ich da einfach überhaupt nicht drüber nachdenke, dass das immer erst später kommt, wenn es eh schon zu spät ist. Also das Denken, der Gedanke daran, in solchen emotionalen, menschlichen Dingen nämlich, weil ich einfach da ein Mensch bin, der dann so schnell genießen kann und der dann so schnell das schön findet und sich da fallen lassen möchte und auch so dringend so menschliche Nähe braucht und so, dass das Überlegen einfach erst später einsetzt. Und dann ist es sowieso schon zu spät. Ich wüsste auch nicht, was ich an deiner Stelle machen würde. Also ihm ist es halt total wurscht. Also im Gegenteil wahrscheinlich, wenn er mich hier komplett erobern würde, wäre er der Held, wenn er nachher rauskommt bei seinen Kumpeln oder so. Ja, so. Ich meine, er ist halt total goldig, auf jeden Fall. Ich finde ihn total goldig. Und sein Lächeln ist total süß, ne? Nur für mich ist da halt schon ein sehr großer Unterschied, ja? Zwischen den Grenzen so, ja? Also was du überschreitest und was nicht. Für mich ist da ein enormer Unterschied. Meine Sorge ist halt, dass dieser Unterschied draußen ankommt. Nicht ist oder dass der halt nicht ankommt oder so, ja? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn meine Eltern so Bilder sehen, die fallen wahrscheinlich in Ohnmacht, ja. Die denken sich wahrscheinlich, hat diese noch alle? Was ist mit ihr los? Ja. Entspricht er denn dem, was dir gefallen würde? Ich meine jetzt... So für mein Leben in Beziehungen oder so? Nee. Überhaupt nicht, ne? Ich finde ihn total... netten Typen und so, und ich glaube, und er ist halt einfach ein extremer Aufschneider und so, weißt du, also am Anfang, als ich den gesehen habe, das erste Mal, da habe ich gedacht, so ein Kind geblieben. Ja, und da habe ich halt auch einfach gedacht, so, oh Gott, der wird dich so rund um die Uhr nur aufziehen und nur ärgern mit seiner riesen Klappe und mit seinen Sprüchen und so. Und du wirst da überhaupt nicht dagegen ankommen. Und das ist halt auch was mir total Spaß macht, weil ich einfach merke, ich bin dem gewachsen, weißt du? Ich bin dem einfach gewachsen. In manchen Situationen, wie zum Beispiel heute früh für einen Moment nicht. Und in anderen Situationen ist es aber genau umgekehrt. Weil da habe ich dann auch mal die Sprüche, die ein bisschen tiefer stechen als nur ankratzen. Und er ist, so blöd das klingt oder so, aber von diesem Menschlichen her, wo du wirklich austarieren musst und ein Gefühl haben musst für, wo ist die richtige Weite, also wo ist der richtige Punkt oder so. Hier für mich die größte Herausforderung. Wird Kerstin schwach? Morgen, 20.15 Uhr, Big Brother.